Hi, soll heute gehen um den Flächeninhalt eines Dreiecks und wie ich den am besten berechne. Das können wir uns an diesem Beispiel mal angucken. Ich habe hier ein Dreieck. Das Wichtige ist, es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Es hat also da diesen rechten Winkel. Und es hat die Seitenlängen 4 cm und 7 cm. Jetzt ist die Frage, wie könnten wir den Flächeninhalt von diesem Dreieck rausfinden? Und dazu stellen wir uns einfach mal vor, wir würden dieses Dreieck nehmen, kopieren und einmal drehen und dran setzen. Also wir würden quasi nochmal ein zweites Dreieck dran setzen. Und ich weiß nicht, erkennt ihr hoffentlich, was ihr da seht? Und zwar seht ihr da ein, was ist es? Genau, ein Rechteck. Wenn ich das gleiche Dreieck nochmal nehme und einmal drehe und dran setze, wird aus diesem rechtwinkligen Dreieck zusammen, zwei rechtwinklige Dreieck, ein Rechteck. Wir können sagen, dass ein Dreieck im Grunde nichts anderes ist als ein halbes Rechteck. Also wenn ich zwei Dreiecke zusammensetze, entsteht dabei immer ein Rechteck. Wie hilft mir das jetzt? Es hilft mir insofern, als dass es jetzt für keinen von euch ein Problem ist, dieses Rechteck den Flächeninhalt zu berechnen. Ihr könnt ganz einfach die Formel anwenden, die ihr kennt. A gleich A mal B. Also muss ich hier rechnen, 4 cm mal 7 cm sind 28 Quadratzentimeter. Den Flächeninhalt von diesem Rechteck, das ist für keinen von euch ein Problem. Jeder von euch kann das berechnen. A mal B, fertig, ganz einfach. Wie hilft mir das jetzt beim Dreieck? Wir haben gesagt, ein Dreieck ist ein halbes Rechteck. Also muss auch der Flächeninhalt des Dreiecks halb so groß sein wie der Flächeninhalt vom Rechteck. Das heißt also, wenn ich eigentlich rechne, a mal b ist der vom Rechteck und jetzt einfach noch rechne geteilt durch 2, dann habe ich automatisch den Flächeninhalt vom Dreieck. Rechteck insgesamt durch 2 ist dann der Flächeninhalt vom Dreieck. Das ist die Formel, die ihr für heute lernen müsst. Das ist die wichtigste Formel für Dreiecke jetzt erstmal, rechtwinklige Dreiecke. Ihr nehmt einfach die beiden Seiten, die am rechten Winkel dran sind, miteinander mal. Und das Ergebnis der Multiplikation, das teilt ihr durch 2. Und dann wisst ihr den Flächeninhalt dieses Rechtecks. Viel Erfolg bei den Übungen. Wir sehen uns.